Willkommen zu Bildungswerk Live. Heute, mein Name ist Claudia Klären aus dem Beratungszentrum in Trier und ich freue mich, heute nochmal Petra Hutera als Gast zu haben. Relax your back ist das Thema heute und ich freue mich, Petra, dass du nochmal da bist. Hallo. Petra, Moment, dein Mikro. So, jetzt geht's. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich heute da bin. Heute wird es etwas entspannter für deinen Rücken. Ein paar ganz sanfte Kräftigungsübungen, die ja auch gleichzeitig Dehnungsübungen für deinen Rücken sind. Und wir machen ganz viel auf der Matte. Also hab total gerne Matte parat. Meine sieht man noch nicht, aber ich werde meinen Bildschirm gleich etwas umstellen, dass man die Matte auch sehen kann. Genau. Wenn du magst, schalt dir gerne ruhige Musik ein. Es wird entspannt. Und dann legen wir auch schon los. Genau, komm erstmal im Stand auf deine Matte. So. Sehr gut. Stell dich hüftschmal. Knie leicht beugen. Ich stelle mich gleich mal an die Seite. Und wir fangen an mal mit der ersten Übung zur Mobilisierung der Wirbelsäule. Und zwar kippst du dein Becken nach vorne und nach hinten. Ne? Knie leicht gebeugt, nach vorne schieben. Schau, dass dein Becken nach vorne kippt und wieder nach hinten ist. Eine schöne Übung für die Lendenwirbelsäule. Mobilisierung. Ich nehme meine Arme mal zur Seite, dann siehst du es besser. Vielleicht auch nochmal etwas höher. Die Jacke. Nach vorne kippen. Das geht nur mit gebeugten Knien übrigens. Ja? Von vorne nach vorne kippen und wieder gerade oder auch gern etwas nach hinten. Jawohl. Du darfst es gern hier im Rücken spüren. Das ist eine kleine Übung, eine ganz winzige Dehnungsübung, Mobilisierungsübung für deine Lendenwirbelsäule. Ansonsten lass die Arme gerne hängen. Kipp dein Becken nach vorne. Vielleicht spürst du, wenn du es nach vorne kippst, dass du hier die Bauchmuskeln brauchst. Kipp wieder neutral und vielleicht auch gerne ein Stück weiter nach hinten. Kipp nach vorne und nach hinten. Mach das noch zwei, dreimal. Knie leicht gebeugt. Nach vorne kippen. Schön hier, Lendenwirbelsäule arbeitet, beziehungsweise die Bewegung ist in der Lendenwirbelsäule, hier seitlich die Bauchmuskeln arbeiten, bei dieser kleinen Bewegung. Und kipp mal wieder neutral, also in die entspannte Position, streck die Beine mal einen Moment durch, locker die Beine aus. Sehr gut. Wir stehen etwas breiter wie hüftschmal für unsere zweite Übung. Beugen die Knie wieder leicht. Und mit der nächsten Ausatmung ziehe jetzt mal die rechte Hüfte nach oben. Und stell wieder ab. Also es soll kein Bein zur Seite anheben sein, sondern wirklich hier Hüfte nach oben ziehen und abstellen. Wechsel die Seite. Stell ab. Du merkst, in dem Moment, wo du auf einer Seite hochziehst, gibt es auf der anderen Seite eine kleine Dehnung hier. Das ist jetzt quasi genau die andere Achse von der Bewegung, die wir gerade eben hatten. Lendenwirbelsäule, nicht nach vorne und hinten kippen, sondern seitlich anheben. Genau, sehr gut. Auch hier, da wo das Bein nach oben geht, müssen die Bauchmuskeln helfen. Die Bauchmuskeln ziehen dir dein Bein nach oben und stellen wieder ab. Seitlich die Rückenmuskeln helfen natürlich auch mit, aber was uns bei der Übung wichtig ist, ist die andere Seite, die gedehnt wird, ja? Die mobilisiert wird. Genau. Atme aus, hol das Bein ein Stückchen nach oben, stell ab beim Einatmen. Jawohl. Bleib lang im Rücken. Die Knie bleiben locker.
die Übung spürst du wirklich direkt hier unten Lendenwirbelsäule, ganz nah deiner Wirbelsäule, rechts und links. Die Muskeln werden hier trainiert bzw. gedehnt. Jede Seite noch 2 Wiederholungen. Sehr gut. Ein letztes Mal. Und dann stellst du die Füße ab, Knie leicht gebeugt lassen und spür gerne mal einen Moment nach. Das waren jetzt alles Übungen hier für die untere Wirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Das ist der Bereich, der am meisten quasi ja, wehtut und leidet, weil es auch der beweglichste Bereich ist. Gut, Hände auf die Oberschenkel. Ich komme etwas ins Profil. Wir bleiben erstmal hier unten. Streck mal den Rücken lang. Gern auch ein kleines Hohlkreuz hier. Und dann kipp wieder dein Becken, werde hier rund und streck wieder lang. Versuch oben stabil zu bleiben. Versuch die Bewegung wirklich nur hier unten erstmal in die Lendenwirbelsäule zu holen. Runden. Und lösen, langstrecken. Runden. Und lang. Atme aus und runde dich. Atme ein und streck lang. Runden. Und langstrecken. Schau mal, ob deine Schulter locker ist. Du darfst die Schulter nach unten ziehen, dass ganz viel Platz ist zu den Ohren. Sehr gut. 2 Wiederholungen noch. Mach die Übung auch gern mal vorm Spiegel, dass du siehst, ist es nur die Lendenwirbelsäule oder geht der ganze Oberkörper mit? Konzentrier dich hier gern mal auf die Lendenwirbelsäule. Beim nächsten Mal wölbt dein Rücken komplett nach oben. Ganz rund. Vielleicht siehst du den Unterschied jetzt. Hier ist auch der Kopf mit in die Rundung mit einbezogen, der obere Rücken. Du schaust durch die Beine durch. Und dann löst du, machst den Rücken nochmal lang und flach. Schulter tief. Schau vor deinen Füßen auf den Boden, so ungefähr 30 cm. Dann ist auch der Nacken schön lang. Wölb wieder, schau durch die Beine durch, so rund wie es geht, vom Steißbein bis zum Scheitel. Und streck einmal mehr lang. Langstrecken und Schulter tief, schau vor deinen Füßen auf den Boden. Dann runde dich ein letztes Mal. Löse die Hände vom Oberschenkel und roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Die Knie bleiben dabei locker. Sehr gut. Bleib oben. Und wenn du oben angekommen bist, kreist die Schulter nach hinten. Wollen wir die anderen Strukturen rund um die Wirbelsäule auch noch ein bisschen aufwärmen, bevor wir an die Matte gehen. Größtmöglich kreisen. Tief atmen. Sehr gut. 2 Mal noch. Und dann lass die Arme locker hängen. Stell die Füße weiter auseinander. Beug die Knie leicht
den rechten Arm nach oben und zieh dich mal lang in die Seite. Komm wieder zurück zur Mitte. Wechsel die Seite. Zieh dich lang in die Seite. Spür die Dehnung hier seitlich im Rumpf. Die Knie bleiben gebeugt und ab Bauchnabel abwärts bleibt alles ganz fest. Das ist der Oberkörper, der sich in die Seite streckt. Atme aus, streck dich in die Seite. Atme ein, komm zur Mitte zurück. Sehr gut. Genieß es. Das ist eine schöne Übung für deinen Rücken. Sollte gut tun, die Seite mal so richtig aufzustrecken. Bleib noch etwas hier. Wiederhol die Übung noch zweimal auf jeder Seite. Arbeite mit deiner Atmung. Streck dich in die Seite. Zurück zur Mitte. Und dann bleib wieder hier in der Mitte. Streck die Beine einmal durch. Locker die Beine aus. Und stell dich ans kurze Ende deiner Matte. Füße ungefähr hüftschmal, also ein Fuß passt zwischen rein. Langer Rücken, deine Beine sind jetzt gestreckt. Du atmest tief ein, bring die Arme nach oben, streck dich lang. Senk die Arme ab, atme aus. Und mit dem nächsten Ausatmen rollst du dich langsam nach unten. Beine bleiben gestreckt, du kommst so tief wie es geht. Schau mal, was gerade geht. Arme lang hängen lassen. Schau durch die Beine durch. Spür die Dehnung in der Beinrückseite und im unteren Rücken. Ganz egal, ob du jetzt die Füße berührst oder auf Höhe deiner Schienbeine bist oder vielleicht sogar die Matte berührst, das ist gar nicht wichtig. Spür für den Moment die Dehnung. Wichtig ist die gestreckten Beine. Und dann beugst du die Knie, streckst deinen Rücken mal weit nach oben, runde dich. Und dann rollst du dich Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Komm langsam nach oben. Knie sind jetzt locker. Und wenn du wieder oben angekommen bist, atme einmal tief ein und aus. Und dann bring die Arme über die Seiten nach oben. Streck dich lang. Atme tief ein. Senk die Arme ab. Beine bleiben gestreckt. Hol die Arme tief. Atme ein. Und wieder ausatmen, rollst du dich noch einmal nach unten. Wirbel für Wirbel kommst du tief. Lass die Arme locker hängen. Spür wieder die Dehnung in der Beinrückseite. Spür auch die Dehnung im unteren Rücken. Vielleicht spürst du, dass du einen Tick tiefer kommst wie gerade eben. Bleib noch für einen Atemzug hier. Dann beugt die Knie und mit der nächsten Ausatmung rollst du dich wieder langsam nach oben. Knie bleiben locker, richte dich auf. Sehr gut. Wenn du oben angekommen bist, atme einmal tief ein und aus. Und mit der nächsten Einatmung bringst du die Arme einmal mehr nach oben, streckst dich lang. Beine ganz gestreckt. Wenn die Arme tief gehen, atmest du aus. Atme ein. Und mit der nächsten Ausatmung
Gib langsam wieder deinen Kopf nach vorne, deine Schultern, deine Brustwirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule folgt, Kreuzbein folgt und du bleibst ein letztes Mal mit mir hier. In der nächsten Ausatmung, heb mal den rechten Arm nach oben. Dreh dich mal zur Seite ein Stück auf. Komm langsam wieder tief. Ausatmen, heb den linken Arm an. Einatmen, senk wieder ab. Bleib noch einen Moment hier und spür mal, ob du nicht mindestens ein paar Millimeter tiefer kommst, wie beim ersten Mal abrollen. Jetzt beug die Knie und wandel langsam mit den Händen nach vorne in den Vierfüßler. Klapp die Füße um, Hände unter die Schulter, Knie unter deine Hüfte. Streck deinen Rücken lang, schau zwischen deine Hände, Ellbogen leicht gebeugt, Schulter ist weit weg von den Ohren. Vielleicht kannst du ein bisschen Spannung in den Bauch bringen. Mit der nächsten Ausatmung wölb deinen Rücken weit nach oben. Schieb dich schön aus deiner Schulter raus. Spür die Aufdehnung im Rücken. Und dann löst langsam wieder. Schau zwischen deine Hände. Streck deinen Rücken lang, Ellbogen leicht gebeugt. Ausatmen, wölb dich nach oben. Bleib hier. Schieb dich noch weiter nach oben in die Katze. Und schieb dann deinen Po nach hinten auf die Ferse. Schau, wie sich dein Schultergürtel auch etwas weitet. Schön die Dehnung spüren. Komm langsam wieder nach oben. Und löst dann auf. Mach deinen Rücken lang. Schau zwischen deine Hände. Ellenbogen wieder leicht beugen. Und dann nimm die Knie etwas weiter auseinander und setz dich mal nach hinten auf die Ferse. Mach die Arme weit, streck deinen Rücken ganz lang, Hände passen ganz weit nach vorne. Leg dich richtig schön zwischen die Beine rein. Leg die Stirn auf den Boden ab und bleib mal einen Moment hier. Atme tief durch, entspann dich für einen Moment. Position des Kindes aus dem Yoga. Halte noch einen Moment hier. Noch einen tiefen Atemzug lang hier bleiben. Und mit der nächsten Ausatmung rollst du dich langsam nach vorne, bringst die Knie wieder näher zusammen und legst die Knie zwischen die Hände ab. Bring die Hände nach vorne. Unter deine Stirn. Stell die Füße auf. Mach die Bauchmuskeln locker und lass mal deine Füße hin und her fallen. Auch eine schöne Lockerungsübung für die Lendenwirbelsäule. Halte wieder an. Leg die Füße wieder um. Sitz mal die Hände seitlich auf die Matte auf. Schau zur Matte. Bauch ist locker. Und dann schieb dich mal so ein bisschen hoch in die Cobra. Zumindest in die kleine Cobra. Schau, dass du nicht hier in der Schulter drin hängst. Schulter tief und offen. Und spür mal die Aufdehnung in deiner Bauchmuskulatur. Halte einen Moment hier.
noch zweimal tief ein und aus. Und dann leg langsam wieder auf die Matte ab. Komm über eine Seite in die Rückenlage. Stell die Füße auf. Die Arme liegen ganz entspannt auf der Seite, auf deiner Matte. Du darfst sie gerne hier liegen lassen. Ich lege sie etwas höher, dass du hier besser sehen kannst, was passiert. Vorhin im Stand haben wir ganz zu Beginn eine Übung gemacht mit Beckenkippen. Wenn dir das vielleicht im Stand etwas schwer gefallen ist, dann probier es mal hier im Liegen aus. Das ist für viele etwas leichter. Lieg ganz entspannt und spür mal rein in deinen Rücken. Normalerweise ist durch diese doppelte S-Form unserer Wirbelsäule jetzt auch im Liegen unter der Lendenwirbelsäule ein Luftloch. Aber dieses Luftloch, das können wir beheben und das ist genau die Übung, die wir im Stand gemacht haben, dass wir die Wirbelsäule da etwas begradigt haben. Und zwar mit Hilfe deiner Bauchmuskeln kippst du jetzt mal dein Becken und legst die Lendenwirbelsäule an die Matte ab. Löst langsam wieder. Atme aus, kipp dein Becken und leg die Lendenwirbelsäule an die Matte ab. Atme ein, löse dein Becken und schaff das Luftloch wieder unter deine Lendenwirbelsäule. In deinem Atemrhythmus. Ablegen. Und wieder lösen. Du kippst praktisch auf deiner Lendenwirbelsäule bzw. auf deinem Kreuzbein so ein bisschen hin und her. Das ist eine ganz kleine Übung. Aber vielleicht spürst du hier auch schön deine Bauchmuskeln. Die Kraft, die die Lendenwirbelsäule an die Matte kippt, sollte nämlich nicht aus deinen Beinen kommen, sondern aus dem Bauch. Ausatmen. Lendenwirbelsäule berührt die Matte. Einatmen. Wieder lösen. Wiederhole die Übung noch viermal. Und spür mal rein, mit deinen Bauchmuskeln ist auch ein Teil von deinem Beckenboden aktiv. Also auch eine wunderbare Übung für die Beckenbodenmuskeln zu stärken. Und eine sehr einfache Übung. Du brauchst dazu nur einen weichen Untergrund. Geht vielleicht sogar im Bett. Oder halt auf so einer Matte oder auf dem Teppich. Gerne ab und zu mal machen. Das kann nicht schaden. Schöne Bauchmuskelübung, die jetzt nicht so anstrengend ist, in Verbindung mit dem Beckenboden. Okay, langsam wieder lösen und mal für zwei Atemzüge ganz entspannt an deiner Matte liegen. Dann legst du das rechte Sprunggelenk auf den linken Oberschenkel ab und fasst mal ums linke Bein herum. Hol dein Bein ran und spür die Dehnung. Piriformis. Ganz, ganz wichtig für den Rücken, wenn du oft da Probleme hast im Bereich Lendenwirbelsäule, probier mal aus, ob dir die Übung nicht schon helfen kann. Der Piriformis ist ein kleiner Muskel, der leider Gottes unser Becken in eine ganz ungünstige Position zieht und deshalb öfter Probleme im Rücken verursacht. Und diese kleine Dehnungsübung kann da schon Abhilfe schaffen, wenn du da öfter Probleme hast. Probier es mal aus. Es gibt auch eine komplette Sendung vom Bildungswerk Live zum Thema Piriformis. Schau es dir gerne mal an. Da kriegst du noch mehr Hinweise, noch mehr Tipps, was diesen Muskel betrifft. Langsam lösen und dann wechsel die Seite. Lass uns rechte Bein rum, zieh ran und spür die Dehnung. Das ist hier seitlich hinten. Ein kleiner Muskel, sehr versteckt,
Aber diese Übung geht auch ganz gut im Sitzen oder im Stehen. Die Position ist da ähnlich. Also total gerne. Du schadest dir mit der Übung auch nicht. Also wenn du da, selbst wenn sie dir nicht unbedingt hilft, jetzt aktuelle Muskelverspannungen oder Kreuzprobleme zu beheben, ist eine schöne Dehnungsübung auch für die Beinmuskulatur, die Beinrückseite. Langsam lösen. Stell die Füße nebeneinander. Leg die Arme zur Seite ab. Mit der nächsten Ausatmung bring die Beine mal in die Seite. Schau, dass deine Schulterblätter am Boden bleiben. Und genieß diese Rotationsdehnung mal. Atme für 2, 3 Atemzüge ganz tief ein und aus. Und dann stell die Füße wieder auf und leg die Knie dann zur anderen Seite ab. Auch hier achte drauf, dass deine Schulterblätter am Boden bleiben. Genieß die Dehnung durch die Rotation. Und dann stell die Füße wieder auf. Lass mal die Beine lang. Hol die Arme über den Kopf und streck dich mal komplett in die Länge. Schieb mal im Wechsel ein Bein noch länger nach unten raus. Das eine Seite komplett vom Arm bis in die Zehenspitzen, von den Fingerspitzen bis in die Zehenspitzen quasi lang gestreckt wird. Und dann wechsel die Seite. Stell die Füße auf und hol mal die Knie zu dir ran und fass die Beine und schaukel mal auf der Lendenwirbelsäule hin und her. Du darfst auch gern, wenn es dir gut tut, hier kleine Kreise rollen auf dem Kreuzbein. Und auch gerne mal die Richtung wechseln. Und dann halte wieder in der Mitte an. Stell die Füße nacheinander an die Matte ab. Komm über die Seite. Noch einmal in den Vierfüßler. Schau noch mal zwischen deine Hände, dein Rücken ist lang, deine Knie leicht geöffnet. Und mit der nächsten Ausatmung, bring dein Körperschwerpunkt nach hinten, löst die Hände vom Boden. Bring mal einen Fuß nach vorne, atme tief ein und aus. Und dann schieb dich langsam wieder in den Stand, nach oben. Jawohl. Sehr gut. Steh ganz gerne wieder hüftschmal auf deiner Matte. Streck dich lang, bring die Arme nach oben, atme tief ein. Und über die Seite absenken und ausatmen. Genieß es nochmal, dich ganz lang zu strecken. Knie sind locker. Einmal mehr, atme tief ein. Streck dich lang, bring die Hände oben zusammen, komm nach vorne tief. Und dann hoffe ich, dass du dich jetzt gut fühlst, dein Rücken entspannt ist nach meinen Entspannungsübungen. Hab noch einen wunderschönen Tag und eine schöne Woche.
eine entspannte Woche. Und wenn es dir gut getan hat, dann darfst du gerne die Sendung auch nochmal wiederholen. Du weißt, dass alle Sendungen auch im Real Life nochmal abrufbar sind. Total gern, schau rein, was es alles gibt, was du für Bedürfnisse hast. Und ja, sei fleißig, bleib fit und bis bestimmt bald mal wieder. Claudia ist, glaube ich, gerade wieder raus. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und euch geht's gut. Ich denke, Claudia. Ja, ich höre dich. Ich lasse meine Kamera jetzt aus, weil jedes Mal, wenn ich die versuche zu aktivieren, werde ich rausgeschmissen. Ihr kennt mich ja, wie ich aussehe, genau. Ja, ich sage vielen Dank, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dass ihr dabei wart, schön mitgemacht habt, hoffentlich zu Hause oder wo auch immer ihr seid, im Büro, auf der Arbeit. Ja, es hat wieder viel Spaß gemacht, Petra, vielen Dank. Morgen gibt es eine weitere Sendung um 11 Uhr, richtig Fasten ist das Thema, schaltet gerne nochmal ein. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss. Tschüss.